die das tun. Internationale Solidaritätskampagnen und Druck auf die pakistanischen Behörden sind ein wichtiges Instrument für die Arbeiterklasse. In den letzten Wochen gab es Release Amar Fayyaz Proteste in den USA, Kanada, Schweden, Mexiko, Großbritannien und Belgien sowie Deutschland. Und selbstverständlich in Pakistan selbst, wo ein landesweiter Studentenaktivistentag organisiert wurde. In Pakistan gab es große Demonstrationen mit hunderten Teilnehmern in so gut wie allen großen Städten, etwa in Karachi, Islamabad, Multan, Quetta, Hyderabad und Lahore. Sie protestierten für Gratisbildung, die Wiedereinführung der Studierendengewerkschaften, gegen sexuelle Belästigung von Frauen, gegen die staatlichen Entführungen und gegen die Arbeitslosigkeit. Und alle forderten auch die Freilassung von Amar Fayyaz. Auch in Kanada wurde ein landesweiter Amar Fayyaz Release Protesttag organisiert. Es gab Kundgebungen in Toronto, Montreal, Vancouver und Ottawa. Dabei tauchten Polizei und Sicherheitsdienste auf, die den Genossen den Zugang zu der pakistanischen Botschaft verweigerten. Das zeigt, auf welcher Seite die westlichen Kapitalisten stehen. Auf der Seite ihrer Klassenbrüder, der Herrschenden in Pakistan. Wichtige Gewerkschaftsführer und Parlamentsabgeordnete unterzeichneten in Kanada einen Antrag im Parlament gegen staatliche Entführungen in Pakistan. In Großbritannien gibt es sogenannte Early Day Motions, wo Parlamentarier durch ihre Unterschrift die Aufmerksamkeit des Parlaments auf bestimmte Themen richten. Bereits 18 Parlamentarier haben die Early Day Motion unserer Genossen zu Menschen- und Gewerkschaftsrechten in Pakistan unterzeichnet, unter anderem auch Jeremy Corbyn. Die Genossen haben international außerdem einen Tag lang einen Twitter-Storm auf Twitter organisiert, wodurch der Hashtag Release Amar Fayyaz einen Tag lang auf Platz 2 der Trending-Hashtags auf Twitter in Pakistan war. In Italien wurde eine Petition zur Freilassung von Amar Fayyaz von wichtigen Strukturen des Gewerkschaftsverbands CGIL unterzeichnet und es wird daran gearbeitet, diese ins Parlament zu tragen. In Schweden unterschrieb die unabhängige sozialistische Parlamentarierin Aminé Kaugaba-We einen Protestbrief an die pakistanische Botschaft. In Deutschland unterstützte linke Abgeordneter Tobias Pflüger die Anfrage an die pakistanische Botschaft Deutschlands. In Belgien wurde ein Protestbrief von der sozialistischen Arbeitergewerkschaft ACODCGSB an die Botschaft geschickt. In Argentinien unterstützten Regionalabgeordnete und in Chile Mitglieder der unabhängigen Arbeitereinheitsliste die Kampagne. International hat die Online-Petition der IMT bereits über 11.000 Menschen unterzeichnet. Alle, die die Petition noch nicht unterzeichnet haben, jetzt ist die Gelegenheit. Wir haben hier auch einen QR-Code mit dem Link zur Petition ausgedruckt. Das heißt, unterzeichnet die Petition jetzt. In Österreich haben wir bereits mindestens 17 Briefe an die pakistanische Botschaft in Wien geschickt und bisher noch keinen einzigen beantwortet bekommen. Bereits bei unserer letzten Kampagne mussten wir feststellen, dass der E-Mail-Posteingang der Botschaft zufälligerweise immer voll zu sein scheint, wenn es darum geht, Sorge über das unrechtmäßige Verschwinden von Personen zu melden. Wir fordern klare Antworten über den Verbleib unseres Genossen. Er hat keine Verbrechen begangen und ist seit 44 Tagen verschwunden. Wir wissen nicht, wo er ist und wie sein gesundheitlicher Zustand ist. Daher haben wir heute einen Protestbrief an die Botschaft in Wien persönlich überreicht. Wir bitten daher alle Menschen, die hier anwesend sind, die diesen Brief noch nicht unterzeichnet haben oder die Petition noch nicht unterschrieben haben, das jetzt zu tun. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!